Moin moin liebe Leute, heute möchte ich euch mal ein Schlauchboot zeigen mit Motor, den ihr in den Kofferraum packen könnt oder ins Wohnmobil oder Wohnwagen, also mitnehmen könnt, mobil ist, ohne dass ihr einen Anhänger braucht, einen Trailer und dann slippen müsst etc. Hier ist der Motor dazu und wie das Ganze zusammengebaut wird und was es für Zubehör gibt und worauf man achten sollte, das zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß. Ich habe jetzt mal das Zubehör getrennt vom eigentlichen Boot, denn wenn ihr nur das Boot jetzt kauft, dann ist dieses eigentliche Boot dabei plus der Aluboden. Dann haben wir zwei Sitzbänke, auch aus Aluminium, und zwei Alupaddel, die man zusammenstecken kann. Dann Luftpumpe mit Anzeige, wie viel Bar oder PSI Druck ihr habt zurzeit. Das ist ganz wichtig. Dann ist da eine Tragetasche bei und Flickzeug. So, und zum Zubehör kann ich euch immer schnell sagen, da haben wir jetzt erstmal jetzt gekauft so ein Erste-Hilfe-Kit, dann ein Kompass. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt mal irgendwann keine Sicht oder es kommt schlechtes Wetter auf ganz schnell oder ihr seht das Festland nicht mehr oder Handy ist leer, ihr könnt kein GPS gucken, dann ist es immer gut, ihr habt einen kleinen Kompass dabei, damit ihr nicht im Kreis fahrt, sondern ihr wisst wenigstens, in welche Richtung ihr unterwegs seid. Dann haben wir ein Rakel und ein Namensschild und Kreppband. Das drei kommt quasi zusammen, weil wir uns nachher ein Namensschild machen müssen ans Boot. Und dann haben wir hier nochmal zur Not Panzertape. Falls uns mal irgendwas kaputt geht oder wir uns einen Haken beim Angeln ins Boot hauen, dass wir dann zumindest schnell handeln können und das gleich wieder zutapen können. Dann haben wir Slipräder, denn wir wollen das ja nicht tragen, sondern wir wollen diese Räder befestigen am Boot und dran lassen. Dann können wir nämlich quasi ganz alleine oder zu zweit, zumindest sehr einfach, dann das Boot zu Wasser lassen. Das gehört noch mit dazu, das ist die Anleitung und Schrauben. Das habe ich mir auch dazu geholt. Das ist Sikaflex. Das ist so ein Kleber- und Dichtungsmasse in einem. Das werde ich nachher, wenn ich durch den Heckspiegel bohren muss beim Boot, dann will ich das abdichten. Ist wahrscheinlich besser. Dann ein Anker, einen kleinen Festmachleine. Und ich habe jetzt erstmal zwei Schwimmwesten geholt, die möglichst klein sind und sich aufblasen, erst wenn man ins Wasser fällt. Und die müssen alle 2 Jahre gewartet werden. Und als letztes habe ich hier die Finnenverlängerung. So heißt das. Das heißt, ihr könnt das Ganze nachher am Motor ran machen. Hier wird das installiert. Das könnt ihr verlängern und dann könnt ihr euch mehr in die Mitte des Bootes setzen, falls ihr zu hecklastig seid und könnt dann von hier aus den Gashebel betätigen. So, aber jetzt machen wir uns erstmal an den Aufbau des Bootes. Wir fangen jetzt erstmal an, den Bootskörper aufzufalten. Um jetzt erstmal ein bisschen Form in die Sache zu kriegen, fange ich an, das Ganze aufzupumpen. Das Boot hat 5 Luftkammern. 2 hinten, 2 vorne und 1 im Boden. Die Pumpe ist wie gesagt dabei. Das Wichtige daran ist, dass hier ein Manometer drin ist. Das ist ganz wichtig, weil ihr die richtige Menge an Luftdruck im Boot haben müsst. Das wäre bei diesem 0,25 Bar und die solltet ihr auf keinen Fall überschreiten. Denn wenn dann noch Sonneneinstrahlung dazu kommt, die Luft sich da drin ausdehnt, dann kann es sein, dass das platzt. Deswegen immer darauf achten, auf den richtigen Luftdruck. Ihr habt auf der einen Seite ein Gewinde, damit könnt ihr das Ganze hier reinschrauben. 2 Löcher, einmal zum Ausgang für Luft, wenn ihr aufblasen wollt. Ihr habt aber auch genau das Gegenteil. Ihr könnt nämlich auch absaugen, wenn ihr das Boot nachher auseinanderbaut und die Luft nicht komplett rauskriegt, wenn ihr euch drauflegt oder es zusammenrollt oder so. Dann könnt ihr nämlich das Ganze umdrehen und dann könnt ihr die Luft quasi raussaugen aus dem Boot. Wir wollen aber pumpen und deswegen schraube ich das an dieser Stelle rein. Diese Ventile haben leider die Eigenschaft, dass sie pfeifen. Das ist baubedingt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke auf die Pumpe mit dem Fuß, dann passiert Folgendes. Es pfeift wie verrückt. Das könnt ihr nicht ändern.
Es gibt auch elektrische Pumpen und da ist es aber ähnlich. Und vor allen Dingen, da ist der Kompressor natürlich noch lauter, als wenn ich hier pumpe. Das Geräusch könnt ihr so ein bisschen unterdrücken, indem ihr einfach ein bisschen langsamer pumpt. Dann braucht ihr natürlich auch ein bisschen länger, aber es wäre eine Option. So sehen die Ventile aus. Hier ist ein kleiner Nupsi drin, der ist jetzt geschlossen. Der guckt also raus und ist geschlossen. Wenn ich den runterdrücke und nach rechts drehe, sollte man ja eigentlich meinen, jetzt ist es zu. Jetzt ist es aber auf. Das hat folgende Bewandtnis. Ich mache jetzt nochmal zu, das Ventil. Wenn ihr nämlich mit der Pumpe hier kommt und drückt das Ganze einmal rein, so, und dreht nach rechts, in dem Moment ist der Nupsi nach innen verschwunden und geöffnet. Jetzt kriegt ihr Luft rein. So, ich pumpe jetzt noch nicht eine Kammer komplett auf, sondern pumpe nur etwas rein, etwas Luft und gehe dann zur nächsten Kammer und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt die erste Kammer komplett aufpumpt mit dem richtigen Druck, dann werden die Verbindungen zwischen den einzelnen Luftkammern zu stark belastet, die Nähte da drin. Und deswegen sollte man das nicht machen. Außerdem müssen wir beachten, dass dennoch der Boden rein muss. Und wenn ihr das Boot komplett aufblast, dann kriegt ihr den Boden nicht mehr rein. Wenn ihr mit einem Ventil jetzt fertig seid, dann dreht ihr das Ganze einmal nach links und zieht es raus. Hier ist nochmal so ein spezieller Befestigungspropfen, so nenne ich ihn jetzt mal, auch reinstecken, 90 Grad nach rechts und fertig. Nachdem das Boot jetzt so circa halb voll gepumpt ist, machen wir uns an den Fußboden. Die Teile sind hier nummeriert. Hier steht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und wir fangen mit der 1 an und das wäre vorne im Bug. Und da kommt das erste Teil hin. So, jetzt kommt Nummer 2. Immer vorsichtig, dass man hier nicht das Boot kaputt kratzt, weil die Kanten hier doch schon so ein bisschen scharfkantig sind. So, und jetzt wird das einfach hier reingesteckt. Jetzt geht es weiter mit Nummer 4 und nicht mit Nummer 3. Das hat damit zu tun, wie wir das Ganze gleich fest verankern, den Boden. Also erstmal Nummer 4. So, jetzt wird es nämlich tricky. Nummer 3 ist nämlich das letzte Stück. Und das kommt jetzt auch vorne rein. Mal gucken, dass das schön gerade ist. So, und jetzt machen wir zwischen 3 und 4 die Verbindung. Das heißt, wir heben das jetzt hoch und setzen das genau dazwischen. So. Und vorsichtig runter. Damit haben wir das Ganze in sich arretiert. Zur weiteren Verstärkung sind diese 4 Aluminiumstangen gedacht. Die kommen nicht jetzt zwischen die Platten. Die werden also hier zwischen die beiden Platten gemacht, auf beiden Seiten, hier die anderen, damit das Ganze in sich noch mehr Stabilität bekommt. So, und das ist auch der Grund, warum man das nicht gleich ganz aufpumpen sollte, weil dann kommt ihr gar nicht mehr hier an diesen Boden ran. So ist es jetzt ganz einfach. Zack, das war's schon. Das mache ich jetzt für die anderen auch. So, alle 4 Leisten sind jetzt drin. Und bevor ihr jetzt aufpumpt, müssen noch die Sitzbänke rein. Denn auch das funktioniert dann nicht, wenn das komplett aufgepumpt ist. Da ist dann zu viel Spannung drauf und dann kriegt ihr niemals diese beiden Sitzbänke ins Boot gebaut. Hier seht ihr diese Schienenführung an der Sitzbank. Und die muss jetzt genau in diese beiden Gummilippen, eine hier, eine da. Das heißt, ich klappe die so ein bisschen um und schiebe das Ganze in die Schiene rein. So, erst eine Seite. Und dann die andere. Und ich will den möglichst weit Richtung Bug lassen, weil es kommt ja noch eine zweite rein und das wäre schon nicht schlecht, damit die nicht zu dicht aneinander sitzen. Jetzt kommt die zweite noch am Heck. Zweite Bank ist auch drin und jetzt wird es komplett aufgepumpt mit 0,25 bar.
Beim Kiel müsst ihr darauf achten, da kommen 0,35 Bar. Ansonsten 0,25, aber der Kiel 0,35. So, sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt ein paar Böcke drunter gestellt, damit ich gleich für die restlichen Arbeiten einfach besser rankomme. Da muss ich nicht auf dem Boden rumkriechen. Und jetzt machen wir die Paddel dran. Ganz wichtig, falls ihr mal irgendwie ohne Motor liegen bleibt, Paddel dabei zu haben. Super wichtig. So, da ist auch gar nicht viel bei. Die werden einfach gesteckt, wie quasi beim Camping hier. Die Zeltstangen, das kommt hier so rein. Der Knopf hier wird runtergedrückt, rastet ein und dann habt ihr schon ein Paddel fertig. So, jetzt nehmen wir uns das Paddel oder das Ruder. Ja, wie heißt es genau? Ich weiß es nicht. Machen das auf jeden Fall hier ran. So, vielleicht ist es erst ein Paddel und wenn man es hier dran gebaut hat, ist es ein Ruder. Man sagt ja auch Ruderboot und man sagt aber auch Paddelboot. Also wer es weiß, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich drehe das hier einfach jetzt mal fest und klipse das hier hinten rein. Damit ist das gesichert und man hat es dabei. Gute Sache. Ja, auf der anderen Seite mache ich jetzt das Gleiche. Jetzt braucht man natürlich auch noch den Motor. Der wird jetzt hinten an den Heckspiegel gebaut. Da kommt er ran. So. Jetzt gucken, dass das schön gerade ist und dann kann man hier diese beiden Feststellschrauben einfach zudrehen und die müssen wirklich Bombe halten und man sollte unbedingt ein Sicherungsseil befestigen und zwar ist hier extra eine Schlaufe hier an dieser Seite und auch auf der Seite, wo man ein Seil durchziehen kann und das hier befestigen kann. Falls euch das durch irgendeinen blöden Grund hier lockert und das ganze Ding fliegt euch in den Bach oder in den See oder ins Meer, dann ist der Kollege weg. Insofern als Sicherung hier ein Seil befestigen. Ich habe jetzt vom Zelt eine Schnur genommen. Die sollte reichen, falls das Ding wirklich mal im Ernstfall abrauschen sollte, dass er nicht untergeht und ich ihn wieder bekomme. So, warum habe ich mir jetzt nur so einen 2,5 PS Motor geholt? Das ist ganz einfach, weil ab 3 PS müsst ihr das Ding anmelden, sprich ihr braucht dafür ein Kennzeichen. Dann bekommt ihr Aufkleber, beziehungsweise die Aufkleber müsst ihr selber machen, die müssen hier an die Seite. Und das geht zwar auf Lebenszeit, ja, wenn ihr den Motor registriert, ich wollte das aber nicht machen und im Ausland müsstet ihr dann übrigens alle 2 Jahre das aktualisieren, da bezahlt ihr glaube ich 30 Euro etc. Das wollte ich mir alles sparen, den brauche ich nicht anmelden, unter 3 PS, deswegen habe ich mich für den entschieden. Und zweiter Punkt, es sollte ja mobil sein. Sprich, der wiegt jetzt 13 Kilo und wenn ihr euch da so ein 15 PS Teil dran baut, dann seid ihr bei 80 Kilo mal ganz schnell. Und das wollte ich mir nicht antun, weil das Boot an sich ja schon 70 Kilo wiegt und ja, das läppert sich. Und wenn man mit dem Campingwagen unterwegs ist, da zählt jedes Kilo. Und insofern ist das auch zum Angeln gedacht und nicht zum Wasserskifahren. Ja, deswegen halt diese 2,5 PS. Und was wir aber brauchen, wenn wir auf Schifferstraßen hier unterwegs sind, wir brauchen eine Kennzeichnung. Unabhängig von Nummernschild, das brauchen wir nicht, aber wir brauchen einen Namen. Den könnt ihr euch selber ausdenken. Und ich habe vorbereitet den Namen Nemo. Und das soll auf beiden Seiten, links und rechts, so muss es auch sein. Man darf es theoretisch mit einem Schild auch machen, hinten am Heckspiegel, aber ja, das Problem ist, man muss es lesen können. Und wenn der Motor da ist, wo soll man es hinmachen? Ich will ja nachher auch noch Slipräder daran machen. Also am Heck, das fällt aus. Insofern, das zählt auch nicht hier irgendwelche Namen von Firmen, sondern hier muss irgendein Name rein, könnt ihr euch ausdenken. Und wichtig ist, dunkle Buchstaben auf hellem Grund oder helle Buchstaben auf dunklem Grund. So, das heißt, ich habe mir schwarze Buchstaben drucken lassen. Nächster Punkt, der wichtig ist, das ist genormt, die müssen 10 cm hoch sein. Ja, und die kleben wir nachher auch auf hier. So, sieht das Namensschild aus. Und bevor ich das jetzt hier drauf klebe, vorne, mache ich ein bisschen Glasreiniger drauf, damit ich so Fettrückstände wegbekomme, damit das also alles schön fettfrei ist. Ihr könnt bestimmt was anderes auch nehmen, außer jetzt Glasreiniger. Ich habe mich jetzt einfach für Glasreiniger entschieden, weil wir es da haben. Und jetzt können wir gleich den Namen aufkleben.
So, ich habe das jetzt mit Kreppband draufgeklebt, so wie ich es haben will. Nimm jetzt hier eine Schere und schneide das ganz vorsichtig hier einmal ab. So, das lasse ich hier aber dran, damit ich das brauche ich gleich für als Markierung nochmal. So, jetzt nehme ich hier diese Schutzschicht, schneide mir die auch ganz vorsichtig weg. Zack, brauchen wir erstmal nicht. Kommt gleich im Müll. Jetzt klebe ich den ganzen Kram wieder dort, wo ich das Crepe durchgeschnitten habe, genau so ran. Und jetzt nehme ich mir so einen Rakel und fange an, das hier festzukleben. So, jetzt nehme ich hier vom Rakel die andere Seite, da ist so ein bisschen Stoff dran und gehe dann jetzt nochmal rüber, dass das schön fest dran liegt und gut trocknen kann. Das war's. Und das Ganze haben wir jetzt auch schon auf beiden Seiten. Damit haben wir unseren gesetzlichen Teil schon mal erfüllt, dass das Boot einen Namen bekommen muss. Jetzt kommt noch der gute alte Kompass. Der soll auch hier am Boot verbleiben. Der hat hier so einen Karabinerhaken und bleibt hier an der Leine. So, zack. Etwas ab vom Motor, wenn er zu dicht dran ist, dann wird das Magnetfeld hier gestört, weil der auch elektromagnetische Wellen abgibt, wenn er läuft. Insofern soll er aber auch nicht zu weit weg sein, denn ich sitze ja dann hier und möchte auch gucken, während ich den Motor bediene, in welche Richtung ich fahren muss. Das ist halt nur so ein Sicherheitsaspekt, deswegen bleibt er immer an Bord. Wo wir jetzt schon beim Thema Sicherheit sind, ich hatte eigentlich eine Namensplakette aus Metall bestellt. Das ist eigentlich eine Hundemarke. Da könnt ihr euren Namen und eure Telefonnummer und eure Adresse drauf drucken lassen. Und das würde dann hier einfach mit dem Kompass an Bord bleiben. Das müsst ihr machen, genauso wie ihr diesen Namen machen müsst. Weil wenn euer Boot irgendwo mal gefunden wird etc., dann weiß man zumindest, wem es gehört und an wen man sich wenden kann. Und ob man sich eventuell Sorgen machen muss. Leider noch nicht angekommen. Aber kann ich euch empfehlen, das so als Hundeplakette zu machen, verlinke ich euch und dann macht ihr das einfach mit an den Kompass ran. Auch wichtig, nehmt euch ausreichend Treibstoff mit. Der hier läuft mit ganz normalen Benzin bleifrei, sprich super bleifrei. Und besser, ihr habt zwei mit als einen. Dieser Motor hat einen integrierten Tank, da passt ein Liter rein hier oben. Aber besser genug und ausreichend Sprit mitnehmen. Befestigen könnt ihr das hier unten, bei diesem Boot jedenfalls, ja, der hat hier so eine Lasche, die könnt ihr von der Größe ändern und dann könnt ihr die Teile hier festklemmen und dann habt ihr genug Treibstoff an Bord. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Anker kurz, den kann man hier schön zusammenklappen und bei Gebrauch ausfalten, den nach rechts drehen, damit der hier arretiert ist. Und dann schmeißt er ihn über Bord und dann zieht er sich im Sand oder an Felsen fest. Jo. Dann könnt ihr den auch wieder lösen. Da oben arretieren. So. Und dann könnt ihr ihn in die Tasche packen, beziehungsweise in die Tasche und ins Boot legen. Oder direkt ins Boot legen. Die andere Seite müsst ihr natürlich da festmachen, wo ihr das, wo ihr meint, dass es am besten hält. Und hier ist auch noch ein Karabiner dran. Das ist auch sehr praktisch hier mit dem Karabiner. Das ist hier für die eigentlich als Schutz, wenn man den über Bord schmeißt, damit das hier die Leine nicht direkt am Boot schubbert. So. Wenn ihr weiter vorne sitzen wollt, kommt ihr natürlich hier schlecht am Motor ran, ans Gas. Deswegen gibt es hier diese Pinnenverlängerung. Die könnt ihr sogar nochmal ausfahren. So, also zack, ordentlich. Braucht man wahrscheinlich nicht. Ich mache das halt erstmal auf diese Länge. Und hier ist ein Gummi drin. Das würde ich als erstes hier raus machen und direkt hier drauf setzen. Das geht am einfachsten, so habe ich es zumindest festgestellt. Und danach das Teil hier drüber. Und wenn es geht, auch ganz nach hinten, damit das auch einen festen Sitz gibt. Festschrauben hier. So, und dann kann man quasi aus der Ferne Gas geben und lenken. Das ist eine feine Sache.
So, was ich auch an Bord mitnehmen sollte, habe ich ja zu Beginn schon gesagt, hier ein Erste-Hilfe-Koffer. Da ist das Wichtigste dran drin, mit einer kleinen Schere auch. Panzertape zur Not, dass man schnell was abdichten kann. Das hält ordentlich. Und dann habe ich noch 20 Meter Festmachleine für alle Fälle. Ich habe zwar vorne am Bug auch eine Festmachleine fest befestigt, aber diese 20 Meter, die nehme ich trotzdem gerne mit. Eventuell muss man noch mal abgeschleppt werden. Besser ein bisschen Leine mehr dabei haben als zu wenig. Ja. Überprüft unbedingt eure Haftpflichtversicherung. In der Regel sind Motorboote, also sprich diese Schlauchboote mit bis zu 15 PS, versichert, mitversichert in eurer Haftpflichtversicherung. Bei den meisten Versicherungen ist das so. Guckt aber unbedingt nach, denn wenn das nicht so ist, dann macht bitte eine Bootsversicherung. Das gibt es auch noch mal extra. Damit man das Ganze entweder alleine oder zu zweit einfach ans Wasser kriegen kann. Ich kann es ja nicht hochheben. Also wie gesagt, vom Gewicht ist das nicht so leicht. Habe ich gedacht, mache ich hier fest diese Slipräder. Die kommen dann hier ran, das andere auf der anderen Seite. Und dann kann man das Ganze schieben logischerweise. Und wenn man im Wasser ist, dann klappt man das Ganze hoch. Und der Clou ist, ich kann das Rad hier auch klappen. Dann ist das Ganze so dran und stört überhaupt nicht. Und wenn ich nachher wieder anlande, dann kann ich das Ding wieder runter machen und dann drehe ich es in die Richtung. Da haben sie sich was Gutes ausgedacht. Das ist eine tolle Sache. So, hier könnt ihr mal so ungefähr sehen, wie es gedacht ist. Ja, hier werden zwei Löcher durchgebohrt durch den Heckspiegel. Und da wird das Ganze so befestigt. Die Bohrlöcher werde ich auffüllen mit diesem Dichtungskleber für alle Fälle. Ob man es jetzt wirklich braucht, bin ich mir nicht sicher. Ich mache es einfach, denn wenn da jetzt so ein bisschen Wasser reinkommt, so mit der Zeit, dann quillt das innen drin wahrscheinlich auf. Besser ist das vielleicht einmal reinzuspritzen in diese Bohrlöcher und das ein bisschen abzudichten und danach die Schrauben festdrehen. Wenn ihr das Rad angezeichnet habt, die Bohrlöcher am besten vorbohren, kleinen Bohrer nehmen, damit euch das nicht wegsplittert. Das kann also gut passieren, dass es von innen oder von außen wegsplittert. Wenn ihr gleich den richtigen Bohrer nimmt, also den großen, das sind bei mir 8 mm. Ich werde jetzt also, habe jetzt vorgebohrt und werde jetzt die tatsächliche Größe nachbohren und hoffen, dass mir das nicht wegsplittert. Es gibt noch so einen Trick, man könnte jetzt Panzertape drüber machen, damit wird der Rand ein bisschen besser gehalten. Aber ich riskiere das jetzt mal und hoffe, dass es gut geht. Drückt mir die Daumen. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt hoffe ich, dass das von der anderen Seite auch einigermaßen geworden ist. Ja. Perfekt, also da habe ich da auch ein bisschen Glück gehabt, denn das hätte auch hier wegsplittern können. So, jetzt noch mal gucken, dass das hier funktioniert. Wie gesagt, übertreiben will ich jetzt auch nicht, aber ein bisschen sollte da rein, denke ich. So, ich glaube, das reicht schon. Die andere Seite mache ich noch nicht, weil ich nicht genau weiß, wie schnell das trocknet. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf das eine Rad und mache dann das Gleiche, wenn ich mit dem fertig bin, auf der anderen Seite. So, hier dieses Dichtungsgummi, das ist glaube ich auch ganz wichtig, das habe ich unbedingt hier ran gemacht. Und jetzt werde ich das hier durchstecken. Wahrscheinlich brauche ich noch einen Gummihammer gleich, um das hier ein bisschen mit Gewalt reinzuhauen. So, und den Rest ziehe ich stramm von der anderen Seite. So, von der anderen Seite kommt auch eine kleine Gummiabdichtung drüber. Und jetzt einmal dieses Metallstück. Und das wird jetzt mit zwei Muttern gesichert, ordentlich angedrückt auf beiden Seiten, damit die Gummis hier das Wasser fernhalten. Mal einmal den Test. Ja, und genauso habe ich mir das vorgestellt. Super, dann stören die nicht, sind nicht im Weg. Tolle Sache. Jetzt müssen wir den Motor hier mal
in Schuss kriegen. Das heißt, wir fangen mal mit dem Öl an. Hier ist so ein Fenster zu sehen. Und bis zum roten Punkt, Mitte des roten Punktes, muss Öl aufgefüllt werden. Dafür mache ich mal hier die Abdeckung weg. So, dann könnt ihr schon sehen, hier ist der Einfüllstutzen für Öl. Den werde ich jetzt mal aufdrehen. Und dann füllen wir da mal Öl rein. So. Am besten hier so einen kleinen Trichter nehmen, damit nichts vorbeigeht. Wie gesagt, es darf nicht zu viel und es darf auch nicht zu wenig. Am besten wirklich Mitte des roten Punktes. Öl haben wir drin. Jetzt kommt Benzin. Das machen wir hier oben. Der Motor hat hier einen internen Tank. Und ich kann E10, aber auch E5 tanken. Und Fassungsvermögen ist 1 Liter. Ich mache jetzt aber gar nicht so viel rein. Nur ein bisschen zum Testen. Und dafür brauche ich den Tank nicht ganz voll zu machen. Wichtig ist, wenn man das Teil hier in Betrieb nimmt, dann müsst ihr gucken. Hier ist ein Benzinhahn, der muss an, sonst fließt kein Benzin. Neutral oder Vorwärtsgang, unbedingt den auf neutral lassen beim Starten, nicht vorher den Gang einlegen, auf neutral lassen. Diese Entlüftungsschraube, hier oben ist eine Schraube, die muss etwas auf sein, damit hier Luft reingehen kann. Sonst wird kein Benzin irgendwann mal mehr nachlaufen, wenn hier oben das Teil hier geschlossen ist. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Kollegen ankriegen. Wir haben hier oben einmal, also ich drehe den mal eben. So, ich habe einmal Schok, wenn es kalt ist. Und zwar auf dieser Seite. Genau. Hier ist Schok. Wenn es kalt ist, muss ich den rausziehen. Und wenn er schon gelaufen ist, der Motor, kann ich den ganz reinmachen. Der Gashebel muss ganz auf kleinste Stufe. Und was noch wichtig ist, ihr habt hier so einen Notstoppschalter. Ich drehe mal die Kamera eben ein bisschen um. Der Motor geht sofort aus oder gar nicht erst an, wenn ihr hier diesen Notstoppschalter nicht hier dran habt. Und das andere Ende gehört an euer Handgelenk oder irgendwo an die Kleidung. Das heißt, wenn ihr über Bord geht, dann reißt ihr dieses Teil mit. So, und der Motor sollte sofort aus sein. Auch wieder so ein Sicherheitsmerkmal. Das ist jetzt tatsächlich der erste Versuch. Ich habe das Feuer noch nicht gestartet. Gebe jetzt hier ein bisschen Schok. Er hat hier so 2 Einstellungen. Ich ziehe mal einen raus. Gas ist raus und Benzinhahn auf. Gang ist draußen. Und jetzt versuche ich mal, ob sich da irgendwas tut. Ja, das ist krass. Das war gleich beim ersten Mal. Ich hatte den wirklich vorher noch nicht an. Und was ganz wichtig ist, ist dieser Kontrollstrahl. Hier kommt nämlich Wasser raus. Und das ist richtig. Das muss so sein. Deswegen habe ich hier einen Eimer hingestellt mit Wasser, der kühlt. Also 15 Sekunden reichen angeblich, so steht es in der Bedienungsanleitung, um den Motor zu zerstören. Es muss nicht passieren, aber ich würde es auf jeden Fall nicht riskieren. Das Wasser wird unten angesaugt und kühlt den Motor. Das muss also auch wirklich eine schöne Fontäne geben, sonst müsst ihr unten mal gucken, ob die Ansaugeinrichtung, ob das verstopft ist. Das sieht richtig gut aus. Einlaufzeit, sagt der Hersteller, 10 Stunden, das ist ordentlich. Also man soll jetzt nicht gleich hier auf Vollgas gehen, sondern ihn wirklich ein bisschen laufen lassen. So, ich guck mal, dass ich den Schok jetzt komplett rauskriege. Weil ich denke, das ist hier so warm. So, Schok ist jetzt ganz drin. Jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Gas. Ach Mensch, das hört sich ganz gut an. Ich dachte, der würde so klackern, aber das geht eigentlich vom Sound her. So, aber ich lasse ihn erstmal in kleinster Stufe hier laufen. Bisschen Leerlauf und halte mich so ein bisschen an die Anleitung, dass das wirklich ein paar Stunden dauert. Und
lass ihn jetzt nicht unter Dauerlast laufen. Ja, feine Sache. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich Wasser. Und ja, also alles wieder auseinanderbauen, dafür ist es ja gedacht gewesen. Und dann werde ich mir mal ein schönes Wässerchen irgendwo suchen und das Ganze mal in der Praxis ausprobieren. Ich bin gespannt. Also bis jetzt hat alles super geklappt. Und ja, das freut mich, dass das Teil hier läuft. Und auch ruhig und ja, klasse. Richtig gut. Ja, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, wie man das Ganze wieder ausschaltet. Und zwar hier bei dem Sicherheitsband ist ein Knopf. Entweder den drücken, habe ihn jetzt gedrückt, oder ich teste jetzt tatsächlich mal dieses Band, ob der auch wirklich ausschaltet, wenn ich quasi über Bord gehe. Ja, da muss ich jetzt doch mal beide Hände nehmen. Ich stelle euch mal eben weg. So, und jetzt probieren wir das rote Band, wenn hier einer über Bord fällt. Dann geht das hier ab und das funktioniert wunderbar. So, ihr müsst natürlich wissen, wie der Motor ausgeschaltet wird. Wenn ihr rückwärts fahren wollt, dieser Motor hat keinen Rückwärtsgang. Der hat nur neutral und vorwärts, ja, NF. Und wenn ich jetzt schalten würde, geht er halt nur in einen Gang. So, ihr müsst tatsächlich, wenn ihr rückwärts fahren wollt, das Ganze hier drehen in die andere Richtung. Und dann könnt ihr den Gashahn zu euch rüber machen. Das wäre hier der Rückwärtsgang. Ich kann es jetzt nicht komplett machen, weil er dann hier im Eimer dagegen stößt. Aber wenn der Eimer nicht wäre, dann passt das, ja, wenn ich im Wasser bin. So, dann ist der quasi um 180 Grad gedreht. Und wenn ihr wieder vorwärts fahren wollt, macht ihr den Bügel wieder nach vorne. Wenn ihr jetzt anlandet, dann könnt ihr natürlich den Motor hochklappen. Das macht ihr natürlich vom Boot. Dann zieht ihr den einfach komplett hoch. Vorher müsst ihr aber, ganz wichtig, der Kollege muss zu hier oben. Dann müsst ihr den Gang rausnehmen und den Benzinhahn am besten auch zu, damit hier nichts irgendwie lecken kann. Und dann zieht ihr vom Boot aus gesehen natürlich den Motor ins Bootinnere. Hier ist ein Arm, der rastet ein. So, also diesen hier nach oben klappen und dann, Vorsicht Finger übrigens, und dann kann man ihn auch wieder nach unten bewegen und etwas drücken. Zack, dann rastet er ein. Dann haben wir das jetzt auch erklärt. Jetzt will ich euch natürlich noch mal ganz kurz hier diese Schwimmweste zeigen. Das ist so eine automatische. Die muss auch gewartet werden alle 2 Jahre. Hier ist so ein Stempel, damit man weiß, wann es wieder soweit ist. Ich wollte allerdings, das Wichtigste für mich war, das sollte ganz klein sein. Ja? Am besten gar nicht auffallen. Und das sind halt diese automatischen Westen. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man die anlegt. So, man zieht das eigentlich an wie eine Jacke. Erst rein und dann den anderen Arm. So. Macht das hier so ein bisschen gerade. Dann kann man das hier, wie man an Sicherheitsgurt im Auto, zusammendrücken. So, und dann muss man leider noch so ein Band einmal hier unten durch. Und hier oben, wie beim Rucksack, diese Anschlüsse, einfach hier reinklipsen. Und die Größe ist ab 40 Kilogramm, so sagt der Hersteller, 40 Kilogramm Körpergewicht. Und gut, mein Körpergewicht sage ich jetzt nicht, aber also es ist schon was. Nur, es passt mir auch. So, es ist wirklich, ja, minimal, ja, es ist nicht so leuchtend, orange mag ich auch nicht leiden. Die bläst sich alleine auf, wenn man ins Wasser reinfällt. Da ist eine Brausetablette drin, die löst sich in ganz kurzer Zeit auf. Dadurch wird eine Gaskartusche frei, aufgedreht und dadurch füllt die sich mit Luft. Und dieser Gurt ist dafür da, dass das auch an Ort und Stelle bleibt. Weil wenn das hier aufgeht, dann wird der Kopf über Wasser gehalten. Das ist Sinn und Zweck dieser Weste. Wie gesagt, man kann es auch automatisch, wenn man hier zieht. Aber sie sollte von alleine öffnen im Wasser. Wir sind jetzt hier, haben nochmal aufgebaut. Und der Florian und ich, der Sascha, wir wollen jetzt mal hier an der Weser
gegenüber vom Becks, da kommt das leckere Bier her übrigens. Da wollen wir jetzt mal reinslippen. Wir haben hier so eine Slipanlage. Und ja, jetzt machen wir die Jungfernfahrt. So, wir tuckern hier so lang. Ich hoffe, ich lasse die Kamera jetzt nicht ins Wasser fallen. Und ja, herrlich. Absolut herrlich. Wie gesagt, man muss gar nicht schnell fahren. Können wir mit der Kiste hier auch gar nicht. Aber das ist schon ein Erlebnis. Ja, wie gesagt, einfach aus dem Kofferraum raus und ab aufs Wasser. Und hier sind so ein paar schöne Eigentumswohnungen. Sehr schön. Ja, mal gucken, wie weit wir Richtung Nordsee noch fahren. Wir wissen natürlich auch nicht, wie weit wir mit dem Sprit hinkommen. Ein Liter jetzt drin. Ich habe aber noch 4 dabei. Wir fahren allerdings jetzt mit der Strömung raus, müssen also nachher gegen die Strömung. Wir haben aber noch genug Reserve. So, wir haben auch ein bisschen Gepäck an Bord. Und dafür muss ich sagen, kommen wir ganz gut voran. Das ist jetzt Vollgas. Mehr geht nicht. Aber ich denke, mehr brauchen wir auch gar nicht. So, jetzt guckt euch das mal an. Das ist ein alter U-Boot-Bunker. Mein Gott, was man alles so entdecken kann. Das kannte ich bisher auch nur aus den Filmen. Herrlich. Wir hatten nämlich eben hier die Wasserschutzpolizei. Die habe ich auch auf Video, müsstet ihr gesehen haben schon. Die haben gesagt, nee, fahrt mal hier in diese Richtung, wo ich gerade hinfilme. Und nicht dort rein. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und wir haben uns natürlich an die Regeln gehalten. Aber es ist hier schon ein Abenteuer. Hei, 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 hei. Ach so, ja, und die haben übrigens ganz nett gewunken. Total freundlich, alles gut. Schon ziemlich cool. Total. Oh, links hier die Enten, rechts die Möwen. Thank you.
So, ich will mal eine kurze Rückmeldung geben. Es war Hammer, ehrlich. Also wir fanden es beide richtig toll. Wir haben einiges erlebt. Wir mussten noch eine ältere Dame retten. Die ist an unserer Slipanlage baden gegangen und kam einfach nicht mehr raus, weil es sehr rutschig gewesen ist. Und wir hatten wirklich Probleme. Wir haben 15 Minuten gebraucht, um die da mit Ruder und unter beide Arme, bis wir die hatten. Also Riesenaktion. Ganz toll. Mit dem Boot fahren. Ich kann es nur empfehlen. Was ich auch empfehlen würde, ist diese Finnenverlängerung. Die habe ich wirklich benutzt. Und der Vorteil war, dass man, weil man diese Hebelwirkung hat, einen langen Hebel, dann kann man schön das Boot gerade halten. Wenn man direkt am Motor immer hinten die Hand so hat, so halb verrenkt, dann ist das auf Dauer echt anstrengend. Und wenn man diese Finnenverlängerung hat, um den Motor zu steuern, also um das Gas zu steuern und um die Richtung zu steuern, ist das super angenehm. Vor allen Dingen kann man sich dann auch ganz anders hinsetzen. Man kann sich links hinsetzen, rechts hinsetzen und man hat immer ganz gefühlvoll diese Finn, also die Kontrolle über das Boot. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Also es war ein toller Ausflug. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich werde euch alle Sachen, die ich hier benutze, werde ich euch verlinken. Und dann hoffe ich, ihr kommt bald mal wieder vorbei. Abonniert gerne den Kanal. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.